Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Siebenberg unterwegs in unserer Season-Variante. Wir haben ein kleines Jubiläum, es ist Folge 100. Und ja, ich fahre und fahre und fahre. Nee, doch, tue ich schon. Aber ich fahre jetzt einmal, deswegen muss ich mir nochmal das Schildchen anmachen. Einmal dahin. Ah, ich wollte gar nicht besuchen. Okay, doch, dann sehe ich jetzt vor, wie viel da ist. Ich sehe, dass es eine lumpige Palette ist. Und wir sehen nochmal, wir kriegen rein Soja, wir kriegen rein Soja, wir kriegen rein Weizen und wir kriegen rein Sonnenblumen. Gut. Ich werde natürlich jetzt hier trotzdem Markern setzen. Und mal gucken, wo auf der Straße hier irgendwo ich mein Fahrzeug habe. Da. Und da steigen wir jetzt gleich wieder ein. So, okay, das hat wunderbar geklappt. Und wir fahren weiter. Wir müssen mich jetzt los und verkaufen noch eben die eine Palette Fisch. Da haben wir auf jeden Fall den Geldpart schon gemacht. Und dann hoffen wir, dass wir uns dann mit Käsegeschichten und so über Wasser halten können. Unser guter Drescher ist am Fahren, der ist jetzt bei 70% ungefähr, die er gemacht hat. Mal gucken, ob wir es schaffen, wieder beim Hof vorbeizufahren, mit der einen Fischpalette auf dem Weg zum Kühlhaus, bevor er voll ist. So, wir müssen hier auf jeden Fall runter. Alternativwege ist mir bis jetzt so nicht aufgefallen. Hier müssen wir aber einmal die Serpentine fahren, sozusagen, die wir hier haben. Und wir können natürlich da unten auch noch mal gucken, wie es jetzt mit unserer Biodieselanlage läuft. Die füllen wir nämlich auf jeden Fall auf, weil dafür haben wir ja, haben wir glaube ich Mais gekauft, ne? Maisfeld gekauft? Wir haben kein Maisfeld gekauft. Doch, ich glaube, wir haben Maisfeld dafür. Dass wir auf jeden Fall über Winter auch Biodiesel produzieren können. Unsere Fahrzeuge verbrauchen ja auch, das heißt, irgendwo müssen wir vielleicht noch einen kleinen Tankstellenpart mal was reinfüllen, halt auch. So, erstmal 80%. Entschuldigung fürs Räuspern. So, hier machen wir uns auf den Weg. Ja, es ist eine Rundtour. Wenn mal ein bisschen mehr zu tun ist und wir sie fahren müssen, dann werde ich bestimmt, jetzt im Winter ist wenig zu tun. Oder weniger zu tun, werde ich bestimmt mal eine Runde hier mal einen Crossplay-Kurs draus machen, würde ich sagen. Einen kleinen Rundturn. So. Dann halte ich doch hier mal kurz an auf der Wiesen. Mach laufen mal ein bisschen schneller. So. Jetzt hier hin und dann gucken wir mal. Es ist immer noch Raps oder Mais da und wir haben 17.000 Liter Biodiesel und 48.000 Liter Gülle. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Güllefass und damit wir nicht immer den Streudüngerpart kaufen müssen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Geschichte. 48.000 Liter Gülle ist jetzt nicht super elendig viel, aber immerhin. Und was noch eine gute Idee wäre, wäre vielleicht auch ein Gülle-Lager uns anzuschaffen. Was wir irgendwo setzen, damit wir das in der Nähe vom Hof auch einlagern können. Und mit Tankwagen abholen können halt, ne? Und das macht Sinn. Weil es gibt ein Gülle-Lager, das ist eine Mod, da kann man halt Gülle und auch Gärreste einfüllen und das wird dann alles zur normalen Gülle halt. So, erst bei 97%. Sieht aus, als wenn das nicht ganz klappen würde. Außerdem brauche ich eigentlich gar nicht beim Hof lang fahren, sondern hier wieder zurück zur Brücke. Das ging schneller, wie hier ganz um den See rumzueiern, habe ich ja letztes Mal noch festgestellt. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt hier noch einmal rauf. Machen hier nochmal das gute U an fürs Laden.
Fahren wir mal eine Runde knapp ran. Durch. Erst bei 100%, okay. Ich mache das Laden wieder aus und gebe mich hier wenigstens noch auf den Seitenstreifen. So, gut. Dann wollen wir mal gucken. Der kann jetzt das Licht wieder ausmachen. Auch da und auch da und auch da. Da ist der Drescher. Wunderprächtig, da bin ich. Das heißt, ich sollte mir erstmal so ein LKW hier schnappen. LKW, ich hätte mir Blödsinn. So einen Traktor hier schnappen. Ich glaube, was soll ich kurz sagen, den Hänger habe ich ja hier hintergestellt. So. Und auch zu Feld 2 und den guten Kollegen leer machen. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können, ne? Klar. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Auch zu Feld 2. Das können wir hinterher auch düngen und dann tiefengrubbern müssen wir das Ganze auch. Und dann schauen wir mal. Wieder düngen, pflügen und sehen. So, vorne steht er. Richtig auch. Aha, so viel hat er jetzt ungefähr. Das ist ein Viertel, sag ich mal so, oder? Kann man sagen, das ist ein Viertel? Ja, oh, man kann sagen, dass es ein Viertel ist. Viertel eine Ladung, okay. Gucken, wie viel er jetzt im Endeffekt hier raushaut. Müssen wir bedenken, wir haben glorreicherweise hier noch ein Feld, das sogar noch einen kleinen Tick größer ist. Ja, und auch die beiden Felder sind nicht klein hier. Das heißt, hier können wir noch einige Nudeln produzieren. Da wir bis jetzt ja zum ersten Winter hin auf Tiere verzichtet haben bis jetzt, ne? Hatten wir eigentlich auf dem Hof hier auch eine Tankstelle irgendwie? Ich glaube nicht, ne? So, wir machen erstmal eine Sache zu Ende. Und das ist nämlich das gute Stück jetzt hier zum Kühlhaus zu fahren. Ja, was wir noch machen müssen, ist natürlich dann mit dem Tankwagen den Treibstoff holen. Und da mal gucken. Dass wir dann... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es noch ging. Ob man so direkt irgendwo tanken kann oder ob man die Tanke füllen muss und ob man natürlich, wo man dafür Geld kriegt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal verkauft, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist echt fürchterlich. Kurzzeitgedächtnis ist ein Sieb oder Langzeit, weil es eine Zeit her ist, dass ich die Folge gemacht habe. Wie man es nimmt, trotzdem Sieb. So. Und ich glaube, wir hatten gleich an unserem ersten Feld oder unten an der Kante auch ein Tankstellensymbol. So, jetzt fahren wir zum Kühlhaus. Dafür müssen wir über die Brücke, dann am Shop vorbei. Da können wir nämlich dann auch sehen, ob wir schon was gekauft hatten oder nicht. Ich weiß das nämlich tatsächlich nicht mehr, muss ich zugestehen.
Und dann kriegen wir das hin. So, ja, wie sieht es denn aus? Ja, 16% hat der Drescher schon wieder drin, das ist okay. So, hier gekauft haben wir nichts. Da habe ich jetzt gut entbrannt Straßenschilder über den Haufen gehauen, die mitten auf der Kreuzung verschwunden sind. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Das war was anderes. Ja, ist natürlich jetzt auch keine riesige Summe, die wir jetzt hier reinkriegen. Weil der Preis gut war, noch grün, und er war angefangen zu sinken, ist natürlich der Punkt, dass man sagt, ja, ne? Wir fahren die eine Palette da nachher kurz rüber. Das dürfte jetzt auch immer noch so Richtung, Entschuldigung fürs Räuspern, ich glaube so Richtung 20.000 oder sowas könnten wir kommen, 18.000, 20.000, so in die Richtung sollte das gehen. Jetzt haben wir das Kühl auch schon, so schnell geht's. Das Gute ist, dass wir während der Öffnungszeiten kommen. Kann schon mal das Abladesymbol hier hinschmeißen. So. Hier vorne ist das Abladen irgendwo. So. Weg damit. Und dann sehen wir nämlich gleich, ob sich die Tour gelohnt hat oder nicht. Ja, 18.000, 20.000 hatte ich gesagt. 18.612 sind es geworden. Das ist doch okay. Ist besser wie nichts. Muss man so sagen, wie es ist. Da hinten ist noch die Markierung offen. Das ist wahrscheinlich die beim Fisch immer noch. Da können wir auch mit leben. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Gut, nächste Aufgabe. Klar, wir müssen natürlich den Drescher bei Laune halten. Sobald der vom Feld runter ist, wird er in irgendeiner Form gedüngt. Und wir müssen sehen, dass wir... Wir haben es gesehen, wir haben jetzt pro Tag knapp 7.000, die wir jetzt hier machen. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir auch immer 7.000 kosten. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir immer wieder was reinkriegen. Ne? Ist halt einfach so. Und wir haben festgestellt, dass wir den Mais und den Mais und Soja erst im Frühjahr pflanzen können. Heißt also, wir können warten. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in den Kommentarbereich schreiben, was man alternativ da jetzt machen kann. Das heißt, ich würde die Felder jetzt ja schon bearbeiten, soweit, dass die halt gedüngt sind, dass die Tiefen gegrubbert sind, gedüngt sind, dann dass ich sie nochmal grubber, dass da echt nur noch die Sämaschine rüber muss. Ne? Das mache ich natürlich jetzt in der Zeit hier. Aber trotz alledem. Laubblätter sind schön herbstlich, ne? Darf man natürlich auch nicht mal vergessen, das mal zu loben, dass das hier gut funktioniert. Herbstliche Stimmung kommt schon rüber. Kann man nicht anders sagen. Was würde man als Zwischensache machen? Würde man echt, also würden Pappeln, falls jemand das von euch ausprobiert hat, würden Pappeln in der Zeit ankommen? Das heißt, würden sie in der Zeit wachsen? Ich könnte sie ernten und könnte trotzdem auf dem gleichen Feld wieder Soja machen? Das sind so die Fragen, die ich mir dann stelle. Ne? Ich muss zugestehen, ich habe da keine Ahnung von. Kein Landwirt, kein nix. So, ich fahre jetzt mit dem Tankwagen einmal kurz hier unten hin, nicht erschrecken. Um zu gucken, ob ich hier in den Tank schon was reingetan habe oder nicht. Weil wir haben natürlich eine gute Ladung Biodiesel da. Und hier ist eine Tankstellenfunktion. So. Ups.
Hilfe, Hilfe, ich kann nicht springen. Ich bin fast nicht wieder weggekommen. Ich sollte vielleicht das Laufen noch eine Stufe langsamer machen. Besser ist das. Ja, hier sieht man auch nichts. Hier sieht man auch in der Richtung nichts eingelagert. Und hier sieht man auch 0 Liter drinne. Das heißt also, hier würde ich aber dann dementsprechend loslegen wollen. Entweder das oder ich tanke natürlich dann raus aus dem LKW, indem ich einfach den Rest im LKW drin lasse. Ne? Das wäre natürlich noch eine Alternative, das so rum zu machen. Das funktioniert natürlich auch, wenn wir sonst momentan keine anderen Flüssigkeiten zu transportieren haben. Wäre das natürlich dann durchaus eine Möglichkeit. Wenn die Tanke da unten das aufnimmt und wieder was einlagern können, ist es gut. Wenn es ein Verkaufspunkt ist, ist es auch gut. Dann lasse ich was drin. So simpel ist es. Ja, aber während ich hier durch die Gegend heize, sind wir leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.